Anpfiff zum vierten Viertelfinale. Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf. Wir suchen den letzten Halbfinalteilnehmer. Wir suchen den Gegner für den Hamburger Sportverein. Hertha gegen Bayern wird unser erstes Halbfinale heißen. Und dann Hamburg gegen. Das ist das letzte Fragezeichen, was wir jetzt hier beantworten werden zusammen. Ersten Offensivaktionen gehören Mainz 05, die aufgrund des Turnierverlaufs leicht favorisiert hier in dieser Partie gehen. Schwarz-Gold. Starker Lupfer. Kam Tobias Weidler nicht mehr gut getimt hin. Trotzdem schöne Idee hier von Artan Latifi. Hohes Tempo, ganz hohes Tempo. Was für eine Aktion von Max Knoll. Von ganz hinten losgedribbelt. Mit enorm viel Tempo, nicht zu stoppen. So, hier das Duell. Im Tempo geblieben, aus ganz spitz im Winkel. Perfekt an den Innenpfosten zum 1:0 für Mainz 05. So, da haben wir einen der stärksten Offensivspieler. Aboubakar El-Shaar. Der Lockenkopf, die Nummer 7 für Fortuna Düsseldorf. Stark von El-Shaar. Superballgewinn. Er will unbedingt, unbedingt das Halbfinale. Das sieht man ihm hier schon an in den ersten 3 Minuten der Partie. Hat sich eine Menge vorgenommen. Da ist er wieder am Ball. Ganz spannender Spieler. Bei Fortuna Düsseldorf. Und langer Ball jetzt, ja. Hab Druck. Mainz von Spiel 1 an immer wieder vorne am Anlaufen. Sehr aggressiv, wenig Zeit für den Gegner, für Struktur, für Aufbau. Mainz auch im ganzen Turnier erst 3 Gegentore kassiert. Weil sie ganz wenig zulassen. So klasse rübergespielt. Schussversuch hier. David Wirtschok im Tor der Düsseldorfer. Was da mitbringt vom TuS Dieling. Hat Gesprächsbedarf.
Bande gefasst, deswegen Freistoß Düsseldorf. Körper reingestellt, Tristan Lanske zusammen mit David Jitschok. Ball läuft gut jetzt hier bei Fortuna. Trotz Druck der Mainzer. Fehlerquote gering. Ja, korrekt. Foulspiel an Raphael Antunes. Starkes Duell hier, kommt immer noch zum Abschluss und dann verfehlt Emre Metin den Ball nach dem starken Lauf von Anas Slimani bei Fortuna Düsseldorf. Ja, Abschlussversuch war ungefährlich, kein Problem. Jetzt mal in einem der seltenen Aufbaumomente. Stark geholt hier wieder. Wunderbar rausgespielt. Oh, und dann kassiert da oder riskiert Tarik Karaman. Kopf und Kragen im Tor der Mainzer. Ganz starke Aktion jetzt hier aber eben von Anas Slimani in diesem Viertelfinale. Und das Tor, das 2:0. Durch Atan Latifi. Hier der Schussversuch von Max Knoll. Vicior kann den Ball nicht festhalten und dann trifft Latifi. So, Ball quergelegt. Mainz also 2:0 in Front. Mainz steht kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Düsseldorf braucht eine Antwort. Ja, Wittmring sagt, 4 Sekunden waren abgelaufen. Freistoß 3:0. Theo Akoto trifft für Mainz 05. Hier angetäuscht. Dann die Sekunde genutzt, die Lücke genutzt. 3:0, Mainz 05. Tor zum Halbfinale steht ganz weit auf. Zumindest jetzt der Anschluss und das dürfte ein Eigentor gewesen sein. Oder was? Anas Slimani. So, wir schauen drauf. Da ist Slimani wieder. Kaum zu stoppen. Nee, es war Slimani. Handlungsschnell ohne Ende. Jetzt mit dem Kopf schon wieder vorne. Aber Düsseldorf gibt noch nicht auf. Düsseldorf gibt noch nicht auf. Hat jetzt die Riesenmöglichkeit durch Emre Metin. Das wäre es gewesen, wenn hier innerhalb von
wenigen Sekunden aus einem 3-0 ein 2-3 wird. Nächster Schussversuch und was für ein Tor! Deliboyats Batuhan trifft sowas von sehenswert und jetzt festhalten. Zack, hochgenommen, Volley abgezogen. Danke an Kamera OWL für dieses fantastische Tor, für dieses tolle Bild. Perfekt eingefangen. 4-1 Mainz, 3 Tore Rückstand wieder hergestellt. Anas Slimani ist, vorsichtig gesagt, unzufrieden mit der Entscheidung von Bastian Wittenbrink. Ist Angriff der Mainzer, rollt an. Ball noch geklärt, deswegen Eckball. Kein Handspiel, nochmal Ecke. Und der nächste Treffer für Mainz nach dieser Standardsituation. 4-1. Dominik Holbeck. So, Ball liegt bereit. Holbeck macht sich bereit, top. Hat sich da von Anas Slimani aus dem Rücken weggestohlen und trifft dann aus kurzer Distanz zum 5:1. Deutliche Führung jetzt also für die Mainzer. Spricht also viel für das Halbfinale. Hamburger Sportverein gegen Mainz 05. Weiter, nächste Möglichkeit für die Mainzer, zur Mitte gelegt. Düsseldorf, das zieht sich ja durchs ganze Turnier hier bei allen Mannschaften. Das steht 5-1, sind noch 3 Minuten. Es wäre absolut menschlich, sich ja auch nur 1 Millimeter mal hängen zu lassen, etwas weniger zu machen, aber das Gegenteil ist der Fall. Die hauen sich rein, als gäbe es keinen Morgen. Genau deswegen sind sie wohl auch da, wo sie sind. Bei den besten Vereinen in ganz Deutschland. Beeindruckend, was wir gestern und heute sehen. Mainzer wieder intensiv, gibt Stürmerfoul. Ballbesitz für die Düsseldorfer. Freistoß. Düsseldorfer. Ja, Düsseldorfer Bank hat das Foul im 16er gesehen, nicht davor. Ein paar Proteste.
Ball wieder geblockt. Nächste Aktion stark gehalten. Bock stark gehalten. Von Tarik Karaman. Hatte kurzer Rückpass. Jetzt die große Chance. Pfosten. Es fehlt auch den Düsseldorfern jetzt ein Stück weit das Spielglück. Nächste Aktion da bei Mainz 05. Minute noch. Düsseldorfer also auch ein paar Highlights hier gehabt. Das 5-1 gegen Leipzig am ersten Spieltag. Das 4-1 gegen Union Berlin. Heute auch im Achtelfinale. Waren schon tolle Momente für die Fortuna. Bei der zweiten Turnierteilnahme der Tabellenvierte der Niederrheinliga. Da hier nochmal eine Ringeinlage von den beiden. Dominik Holbeck und Anas Slimani. Mit allem, was sie haben. Beim Stand von 5-1. Wie gesagt, es ist wahnsinnig zu sehen, wie sich hier alle reinhängen bis zur letzten Sekunde. Es ist unglaublich intensiv. Gleich eine kurze Pause. Das war's. Mainz 05 gewinnt mit 5-1 gegen Fortuna Düsseldorf. Gleich geht's weiter mit Hertha gegen Bayern. Wir sind sofort wieder da.